Die Völklinger Hütte. Ein ganzes Jahrhundert lang hat das Werk den Himmel über der saarländischen Stadt verfinstert. Dann stehen die Hochöfen plötzlich still. Für immer. Die Luft wird klar, aber die Menschen freuen sich nicht. Uns ging es sehr gut, als die Hütte geraucht hat, aber mit Gewissheit. Und ich denke, viele Völklinger Geschäfte, oder nicht nur Geschäfte, Familien, wären glücklich, es würde rauchen und es wäre schmutzig. Die Hütte ernährt Generationen von Arbeitern. Und sie nährt sich von ihnen. Einmal habe ich eine Kohlenmonoxidvergiftung gehabt. Und zweimal bin ich einfach aus Erschöpfung einfach umgefallen. Unvorstellbare Energien sind nötig, um aus dem Erz das Eisen herauszuschmelzen. Was ich wirklich vermisse, ist das Leben, das hier war und dazu gehört. Geräusche, Gerüche, Bewegung, Temperatur, all das fehlt. Ihr altes Schätzchen haben die Arbeiter ihre Hütte liebevoll genannt. Im Juli des Jahres 1986 tut das alte Schätzchen seinen letzten Atemzug. Manfred Baumgärtner muss ihm die Luft abdrehen. 4. Juli 86, 12.30 Uhr, das Datum und die Uhrzeit werde ich nie vergessen. Als dann die Order kam, jetzt geht es aus. Damals ahnt noch niemand, dass das Ende nur ein neuer Anfang ist. Die Völklinger Hütte, UNESCO-Weltkulturerbe seit 1994, ist heute gleichwertig wie etwa die große chinesische Mauer, die Pyramiden von Gizeh oder etwa der Louvre und andere UNESCO-Weltkulturerbe. Die Geschichte soll hier beginnen. Bei einem Cha-Cha-Cha. An einem Sonntag im Mai. Vor mehr als einem halben Jahrhundert. An diesem Tag lernt Gabriele Baumgärtner einen Helden kennen. Ist eine Zusammensetzung von Rumba, Samba und Mambo. Und eins, zwei. Eins, zwei, drei und eins, zwei, cha, cha, cha und eins, zwei, cha, cha, cha. Gabriele Baumgärtner ist gerade mal 16, als sie an jenem Maisonntag zum Tanzen geht. Freundin hatte mich gebeten, mit ihr auszugehen. Sonntags durften wir dann tanzen gehen. Und dann sind wir in Völklingen in ein Tanzlokal. Meine Herren, bitte fordern Sie auf. Und auf mich zu kam dieser junge Mann. Und ich wollte also nicht mit ihm tanzen. Und damals war es ja nun einfach so, wenn man jemand einen Korb gegeben hat, das war nicht gut. Das konnte sogar in Schlägerei ausarten. Nun gut. Ich habe dann zu ihm gesagt, es tut mir leid, ich bin vorengagiert. Und ich habe es kaum gesagt, steht ein junger Mann neben mir und sagt, Fräulein, darf ich denn bitten? Oh, und das war er. Er hat das gehört, er hat hinter mir gehockt. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Der Sonntag im Tanzlokal geht schnell vorüber. Viel zu schnell. Und viel zu lange wird es dauern, bis Gabriele ihren Helden wieder sieht. Es war zwei Wochen.
Aber ich habe ja gewusst, wo die Tanzlokale sind. Und ich musste ja warten, bis ich einen Sonderfrei hatte. Manfred Baumgärtner arbeitet im Schichtdienst am Hochofen. 56-Stunden-Woche. 7 Tage Frühschicht, 7 Tage Mittags-, 7 Tage Nachtschicht. Dann ist der Sonntag frei. Die Arbeit an der glühend heißen Abstichstelle ist anstrengend und gefährlich. Bei einem Abstich fließen glühendes Roheisen und Schlacke aus dem Hochofen mit einer Temperatur von über 1000 Grad. Wie ich 1956 hier angefangen bin, und da hat man Unfallverhütung überhaupt noch nichts gehabt. Ich habe einen ganz normalen Filzhut, einen ganz normalen blauen Arbeitsanzug gehabt. Und wenn dann die Funken rumgeflogen sind, dann gab es dann überall Löcher in den Arbeitsanzügen. Und das waren dann die Hüttenflöhe, hat man gesagt. Und dann musste die Mutter musste dann immer die Löcher über die Wochen stopfen, damit man einen neuen Arbeitsanzug wieder nächste Woche gehabt hat. Beim Bücken ist mir dann ein glühender Schlacke in den Schuh, in die Ferse reingekommen. Und da haben mich 2 Leute festgehalten, der dritte hat meine Schuhe ausgezogen. Und das war dann sehr schmerzhaft gewesen. Und das dritte war dann halt, wie eine Pfanne übergeschwappt ist beim Rangieren. Und da ist auch so ein Stück flüssige Schlacke in den Hals gekommen. Und das war dann die Verbrennung, die ich gehabt habe. Jeden Tag war Gabriele Baumgärtner in Sorge um ihren Helden aus dem Tanzlokal. Aber nur einmal in all den Jahren wagte sie es, am Werkstor nach ihm zu fragen, als er nicht nach Hause kam. Du kannst dich noch erinnern, als ich dich damals abgeholt habe, weil ich das ja nie durfte. Weißt du noch, was da war? Ja, da macht man sich doch lächerlich vor der Kamera. Ach, du hättest dich doch nicht lächerlich gemacht. Guck mal, wir hatten uns doch damals Sorgen gemacht. Es gab doch Gründe, warum das so war, warum deine Mutter und warum ich mir Sorgen gemacht habe. Erstens mal, weil du mich versetzt hast und zweitens mal haben wir gedacht, ja, wäre was passiert. Verstehst du das immer noch nicht? Doch, mittlerweile. Guck mal, du hattest doch die Verbrennung. 48 Hautübertragungen. Nein, das waren nur 25. Ach, gar nicht wahr. Ja, nee. Du wirst alt, du vergisst ja, das. Ja, waren nur 25. Ach, ist ja auch egal. Der Hochofen, an dem Manfred Baumgärtner einen Teil seiner Haut und beinahe sein Leben gelassen hat, ist heute eine Touristenattraktion. Auch wenn ein ehemaliger Hüttenarbeiter von den unvorstellbaren Bedingungen erzählt, unter denen hier gearbeitet wurde, wer ahnt schon etwas von den Verbrennungen und der transplantierten Haut in Manfred Baumgärtners Nacken? Immerhin, die Wege durch die stillgelegten Hüttenanlagen sind noch anstrengend genug, um den heutigen ein wenig Ehrfurcht einzuflößen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, unter welchen Umständen gearbeitet worden ist und wie gesundheitsschädlich das war. Das ist schon Zeitgeschichte. Ja. Ne? Schwere Arbeitsbedingungen. Das kann man nicht einfach so platt machen. Nee. Und Bäume pflanzen, sowas muss erhalten werden. Unbedingt. Für die nachfolgenden Generationen, dass die sehen, was die unsere Vorfahren so leisten mussten, geleistet haben. Ja. Wo das alles herkommt, der Wohlstand. Auch für Manfred Baumgärtner ist die Geschichte nicht zu Ende. Er führt regelmäßig Besucher zu seinem ehemaligen Arbeitsplatz. Demonstriert, wie Erz und Koks tonnenweise in den Hochofen gekippt wurden. Und erklärt, wie gefährlich die Gase waren, die aus dem brodelnden Kessel strömten. Geruchlos und tödlich. Als ich diese riesigen Maschinen gesehen habe und diese Industrielandschaft, habe ich sofort an Pompeji denken müssen. Auch dort fördert die Archäologie ja Produktionsstätten zutage. Und dann diese Anlagen hier zu sehen, auf die sich ebenfalls der Schleier der Zeit gelegt hat. Als wir hier ankamen, waren wir ergriffen von der Stille in der Anlage, die so gar nicht zu einem Eisenwerk passen will.
Manchen ist die Stille des Eisenwerkes unheimlich. Früher, so behaupten alte Völklinger gerne, früher als die Hütte noch rauchte, da habe man am weithin hörbaren Quietschen der Hängebahnwagen erkannt, wie am nächsten Tag das Wetter würde. Heute kann man einfach in den Himmel schauen. Die Geschichte könnte auch hier beginnen. Am Rand des Hüttenareals, ein wenig abseits der Besucherwege, hat Detlef Thieser sich ein kleines Idyll geschaffen. In einem Teich, der einst als Absinkbecken für hochgiftige Schlackenabfälle angelegt wurde, tummeln sich seine Fische. Auch Seerosen hat Detlef Thieser hineingesetzt. Und Schilf. Mein Berufswunsch war ja mal Gärtner zu lernen. Wir haben einen großen Garten gehabt. Mein Vater war ein Bauernsohn. Meine Mutter war Blumenbinderin und ihre Brüder waren auch Gartenbaumeister. Aber andere Brüder, die haben wieder hier auf der Hütte gearbeitet und ihr Vater auch. Und als ich 13 war, kurz vor meiner Entlassung aus der Volksschule, hat man eben über mich bestimmt, wo geht der Bub hin. Da gab es hier nur zwei Möglichkeiten, auf die Grube oder auf die Hütte. Das Saarland ist ein Industriegebiet, dessen außerordentliche Produktionskapazität im umgekehrten Verhältnis zu seiner Ausdehnung steht. Das Gebiet von noch nicht 1 Million Einwohnern beschäftigt 1/3 aller Arbeitskräfte im Bergbau und in den Hütten. Die 5 Saarhütten haben bei einer Belegschaft von 33.000 Köpfen 24 Hochöfen unter Feuer und produzieren 2,6 Millionen Tonnen Rohstahl jährlich. Es war eine ganz schlimme Arbeit gewesen, eine schwere Arbeit, die für mich als junger Mann, glaube ich, damals war ich überfordert gewesen. Der 14-jährige Detlef Thieser, der so gerne Gärtner werden will, wird zum Schlosser ausgebildet und in die Kranabteilung geschickt. In schwindelerregender Höhe muss er auf Eisenträger kriechen, muss Laufräder schmieren oder verklemmte Teile losschweißen. Immer im laufenden Betrieb, in Hitze und Lärm und unter dem ständigen Gebrüll der Vorarbeiter. Über den Öfen, also da waren 60, 70 Grad Temperaturen und man hatte ein nasses Handtuch um den Mund gebunden. Es waren auch Sauerstoffgeräte da, aber die hat man an sich nicht benutzt, es musste schnell gehen. Der Betrieb hatte große Störungen dadurch gehabt, es ging nicht weiter. Und da hat der eine oder andere dem Kollegen einen nassen Handtuch mal um den Mund gebunden. Und das ist unvorstellbar. Aber irgendwie, letztendlich haben wir es geschafft, aber unter welchen Umständen. Dann habe ich nachher einen Unfall erlebt und hat dort Stahl abgegossen. Der war hing in einer Pfanne am Kran dran. Rundherum standen 6, 7 Leute. Der Meister hat dem Kranfahrer gewunken und auf einmal hat es ein metallisches Geräusch gegeben. Ich wusste gar nicht, was da los ist. Dann hat die Pfanne auf einen dieser Gießtrichter aufgesetzt und die Leute vor mir sind weggesprungen. Und das war gerade auch verkehrt gewesen, denn aus dieser Pfanne ist dann der flüssige Stahl rausgeschwappt und die sind genau in diesen Schwapp hineingelaufen. Der Meister, der ist dann weggelaufen, der hat gebrannt wie eine Fackel. Damals gab es noch keine feuerfesten Anzüge, das war 1955 im April gewesen. Und dann haben sie erst so nach etwa 150 Meter hat man den erst eingekriegt und hat eine Brandwolldecke um ihn geworfen. Und leider musste ich dann einen anderen Tag hören, dass die 2 Kollegen verstorben sind. Ein Jahrhundert lang brannten die Feuer in der Eisenhütte von Völklingen. Einmal, 1928, explodierte ein Hochofen. 13 Menschen starben. Die Toten der anderen Jahre hat niemand gezählt.
Die Geschichte könnte auch hier beginnen. An ihrem vorläufigen Ende. Das Eisenwerk ist zum Museum geworden. Ein didaktisch aufbereitetes Rundumerlebnis für Menschen, die die Hütte nicht mehr rauchen sahen. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Wie der Mensch, der Natur das Eisen abgetrotzt hat, bekommt hier eine beinahe mythische Dimension. Und wie mythische Helden in einem Tempel, so thronen die Köpfe ehemaliger Hüttenmänner auf ihren Sockeln und singen die Saga ihres alten Schätzchens. Sie trafen sich in vollkommen zufällig. Zum Glück trifft man manchen Helden aber noch als lebendigen Menschen an. Hermann Hille zum Beispiel, Hochofenchef im Ruhestand. Wozu ist denn das hier? Das ist ein Hängebahnwagen. Damit ist Erz oder Koks von unten aus der Müllerhalle oder Koks aus der Kokerei hier hochgebracht worden. Die fahren selbst, die haben eigene Motoren. Und dann ist es aus diesen Hängebahnwagen in den Hochofen gekippt worden. Wo sind da die Motoren? Die Motoren sind oben drauf. Der Wagen hängt an dem Gestell, in dem die Motoren sind. Okay. Da sind zwei Motoren an jedem Wagen. Mhm. Hast du dich gekratzt am Arm? Ja. Ach, das ist ja nix. Ein Hochofenchef hat natürlich ganz andere Verletzungen gesehen. Aber das ist nichts für 10-jährige Jungs. Lieber schwärmt Hermann Hille von der ausgeklügelten Technik der Hochöfen, für deren Betrieb er über 20 Jahre lang verantwortlich war. Was ist das? Das ist ein Wasserleitblech. Ich habe dir schon gesagt, wenn der Ofen in Betrieb ist, damit er nicht zu heiß wird außen, wird er mit Wasser berieselt. Das ist rundherum wie ein kleiner Wasserfall. Das läuft runter. Und damit das auch in diese Kühlkästen reinläuft und nicht einfach nur da vorbeitropft, ist hier ein Blech, ein Leitblech, da läuft das Wasser vorne runter und dann läuft es hier wieder raus und dann geht's weiter. Im Innern der Hochöfen herrschten Temperaturen von bis zu 2000 Grad. Dabei schmolz das Eisen aus dem Erz. Alle 4 Stunden bohrte man ein Loch in den Ofen, damit das flüssige Eisen ablaufen konnte. Natürlich war alles viel komplizierter. Die Eisenschmelze ist ein diffiziler chemischer Prozess. Die Hochofentechnik, ein über Jahrhunderte entwickeltes Know-how aus Erfahrung, Tüftelei und wissenschaftlicher Forschung. In Völklingen war man Weltspitze. Im heutigen Museum wird die gigantische Maschinerie an vielen Modellen erklärt. Am Ende bleibt vor allem eins: Hochachtung vor den Leistungen dieser Epoche. Wer dachte sich solche Maschinen aus? 670 PS, allein um Wind zu machen. Die riesigen Schwungräder treiben Gebläse an. Die pumpen die nötige Luft in die Hochöfen. Deren Abgase wiederum halten die Gasmotoren der Gebläsemaschinen am Laufen. Ein unendlicher Kreislauf. Angeblich verbrauchte jede Maschine etwa 80 Liter Öl am Tag. Aber vielleicht ist das auch nur eine der vielen Legenden, die sich heute um die Hütte ranken. Selbst über das Gestänge hier und dann fließt Öl durch die Leitung in die Lager. Wenn der Maschinist, der hier gearbeitet hat, meint, dass ein Lager vielleicht ein bisschen mehr Öl braucht, dann kann er hier... Hightech von 1904. Erdacht und gebaut von Menschen, die weder Kunststoff noch Computerchips kannten, aber virtuos mit den Gesetzen der Mechanik umzugehen wussten. Auch das Modell der Ungetüme funktioniert daher nicht auf Knopfdruck, sondern allein mit mechanischer Kraft. Wer die alte Völklinger Hütte heute durchwandert, der erfährt mit allen Sinnen, wie sehr Eisen und Stahl, die Werkstoffe des Industriezeitalters, unsere Welt bis heute prägen. Schmeckt dir das Essen? Ja. Hast du auch schon mal eine Gabel nur so, ohne Pommes frites in den Mund genommen? Ja. Und wonach schmeckt die?
Nach nix. Das kommt, weil das ein Stahl ist, der auch nicht rostet. Mhm. Und da macht man die Bestecke von. Und die sind auch hier auf der Hütte gemacht worden. Ganz früher. Ah. Jetzt nicht mehr. Und wenn du das hier, das ist auch Stahl. Wonach schmeckt das wohl? Das soll ich in den Mund nehmen. Nee, sollst du besser nicht. Das schmeckt bestimmt nicht. Ich habe es auch noch nie probiert. Das ist aber auch ein Stahl. Der wird nur nicht für Bestecke verwendet. Die ganze Geschichte muss hier beginnen. Etwa 40 Jahre vor diesen ersten Filmaufnahmen von 1925. Am 27. August 1881 kauft der Saarbrücker Unternehmer Karl Röchling ein bankrottes Stahlwerk in Völklingen auf und bringt es in kürzester Zeit an die Weltspitze. Statt wie sein Vorgänger Roheisen zu importieren, stellt er es selber her und verarbeitet es in modernsten Verfahren zu Stahl. Mit seiner Frau Alvine zeugt er 14 Kinder. Sein Sohn Hermann wird später die Leitung der Röchling-Werke übernehmen. Der elektrische Schrägaufzug, mit dem die Hängebahnwagen alle 6 Hochöfen zugleich mit Rohstoffen versorgen können. Er ist nur eine der vielen technischen Weltneuheiten, mit denen die Röchlings ihre Konkurrenten hinter sich lassen. Das Erz kommt aus Lothringen. Karl Röchling hat dort preisgünstig umfangreiche Erzfelder erwerben können, da die französische Grenzregion 1871 dem Deutschen Kaiserreich einverleibt worden war. Lothringisches Eisenerz hat zwar den Nachteil, dass es stark phosphorhaltig und daher schwer zu verhütten ist, aber mit den damals hochmodernen Thomasbirnen gelingt das Stahlkochen trotzdem. Für immer neue Anlagen der boomenden Hütte muss Platz auf engstem Raum geschaffen werden. Denn die geografischen Verhältnisse behindern eine Ausdehnung. Außerdem will der andere Stahlbaron der Saar, Ferdinand Stumm, das Wachsen seines stärksten Konkurrenten verhindern. Die Spuren dieser Kriegsführung sind bis heute zu sehen. Das ist eigentlich ein schöner Krimi aus der Zeit der Gründerzeit. Die großen Industriellen Röchling und Stumm, die sich also über Jahre, Jahrzehnte einen Wirtschaftskrieg geliefert haben. Mit allem, was dazugehört, sämtliche Schmutzigkeiten. Und eine davon war, sich Sperrgrundstücke auf dem jeweils Gebiet des anderen zu sichern. Und das hat der Stumm gemacht, hat den Röchling übertölpelt und hier ein Stückchen Land erworben. Und so konnte diese Gebläsehalle dann, die damals also Gebläsehäuser aneinander waren, nicht fertig gebaut werden. Und dadurch hat sie einen Knick bekommen. Und der hat sich bis heute erhalten, wie man hier sieht. Das ist so ein schönes Mauerwerk von 1900. Und er ist immer noch da. Knicke in der Geschichte der Völklinger Hütte sind Henrik Kerstens Spezialgebiet. Immer wieder macht er sich auf die Suche nach den Mythen aus der Hüttensaga, wie dem der Erzengel. Nur ein einziges Foto gibt es von diesen Frauen, die in den Anfängen der Völklinger Roheisenproduktion das Erz körbeweise von den Lastkähnen geschleppt haben. Auch an anderen Stellen im Werk kommen damals Frauen zum Einsatz. Die Erzengel aber werden zur Legende. 30 bis 40 Kilo trugen sie auf dem Kopf. Bis zu 6 Tonnen am Tag. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurden sie von einem dampfbetriebenen Kran ersetzt. Man ist schon schwer müde und geschafft. Es ist sehr anstrengend, ständig den Korb über dem Kopf zu tragen mit diesem Gewicht. Also ich muss sagen, ich habe Hochachtung vor den Damen, die das früher gemacht haben. Und gerade so etwas wie die Erzengel ist über Jahrhunderte, ist ja jetzt gut ein Jahrhundert her, eigentlich immer im Bewusstsein der Bevölkerung geblieben. Und jetzt stellen wir fest, dass wir manchmal schon auf fragende Gesichter stoßen. Erzengel, was ist das? Und dann ist es höchste Zeit, das wieder in die Köpfe zu bringen. Noch eine Momentaufnahme aus der Geschichte. Henrik Kersten inszeniert Karl Röchlings Gründungsmythos noch einmal neu. Als wir vor 12 Jahren das Völklinger Werk erworben haben, waren keine Meister, keine Arbeiter, kein Betrieb, keine Maschinen vorhanden. Das Unkraut wuchs Meter hoch. Der einzigste Arbeiter war der Portier des Werkes, mein Neffe, der Herr.
Der Erfolg der Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke bringt auch für die Stadt Völklingen große Veränderungen. Die Bevölkerung wächst in nur 20 Jahren von 7.000 auf fast 30.000 Einwohner an. Über den Dächern der Stadt erhebt sich nun stolz ein 42 Meter hoher Rathausturm. Völklingen wird mondän. Zudem ruft der neue Großunternehmer, ganz im Stil des wohltätigen Patriarchen, eine Reihe von sozialen Einrichtungen ins Leben. Ein Schlafhaus, ein Schwimmbad, ein neues Krankenhaus und die Röchlingsche Milchküche sollen die Arbeiter an das Werk binden. Neue Bahntrassen bringen Menschen und Material zur Hütte. Wie nebenbei entsteht an der Schnittstelle zwischen Stadt- und Hüttengelände auch ein Bahnhof. Kein großer Bahnhof, aber groß genug für eine Riesenblamage. Denn eines Tages, an das genaue Datum will sich niemand mehr erinnern, steigt der Kaiser aus dem Zug. Und weit und breit kein Bürgermeister und kein Kinderchor. Wilhelm II. Sprach nie wieder über Völklingen. Die evangelische Kirche, erbaut 1928. Auch ihre Geschichte ist eng mit den Röchlings verbunden. Die Figuren an der Westfassade wurden selbstverständlich auf der Hütte gegossen. Sie stellen allegorisch die Arbeit, die Liebe, die Barmherzigkeit und die Treue dar. Protestantische Tugenden, verbunden mit der Produktpalette eines Stahlbarons. Stahl aus Völklingen hatte bereits im Ersten Weltkrieg eine Rolle gespielt. 90% aller Wehrmachtshelme waren aus Röchlingstahl. Kritik an der Soldatenfigur in der Kirchenfassade wird bis heute immer wieder abgeschmettert. Das Innere ist für größere Scharen von Gläubigen ausgelegt, als man heute an einem normalen Sonntag zusammenläuten kann. Immerhin, an diesem Morgen kann die betagte Gemeinde ein neues Mitglied in ihren Reihen begrüßen. Es wird auf den Namen Dennis getauft. Hans Obermann hat viele Taufen in der Kirche miterlebt. Sein Vater war Pfarrer, als die Röchlings selbst noch in der ersten Reihe saßen. Evangelischer Pfarrer in Völklingen, das bedeutete etwas. Schließlich ist die Kirche der letzte große protestantische Sakralbau Deutschlands, im Stil der Ludwigskirche von Saarbrücken nachempfunden. Die wiederum wird gerne mit der Dresdner Frauenkirche und dem Hamburger Michel in einem Atemzug genannt, den großen protestantischen Barockbauten Deutschlands. Kein Wunder, dass sich die Röchlings als Völklinger Bauherren gleich neben den himmlischen verewigen ließen. Kommerzienrat Hermann Röchling, der Herrscher der Hütte, hatte den Neubau der Kirche mit einem Darlehen finanziert. Die Hütte hat ja ein eigenes Bauamt gehabt quasi mit eigenen Architekten. Und die Abwicklung dieser Baumaßnahme erfolgte auf der Hütte. Gleichzeitig wurde auch das Grundstück hier war mal nicht einheitlich wie heute ein Platz, sondern das war also eine Lehmgrube und eine Ziegelei. Und war also ein städtebauliches Notstandsgebiet, bevor die Kirche hier gebaut wurde. Und die Kirche hat das dann erworben und da bekamen sie also Zuschüsse vom Kommerzienrat. Ja. Der Kommerzienrat war ein militanter Protestant. Und der Röchling hatte also bis 1930 nur evangelisches Führungspersonal eingestellt, vom Meister an aufwärts bis zum Generaldirektor. Die waren alle evangelisch. 1928, im Jahr der Kircheinweihung, baut Röchling eine der größten und modernsten Sinteranlagen Europas. Eine Art Recyclingmaschine für die Abfallprodukte des Verhüttungsprozesses. Die Stahlproduktion läuft auf vollen Touren. Röchling liefert Stahl für alles, vom Hochspannungsmast bis zur Kuchengabel, rostfrei versteht sich. In den Walzwerken muss der glühende Bandstahl im Akkord in die jeweils nächste Walze gesteckt werden. Die Umwalzer werden zur Legende. Es war eine sehr schwere und auch eine gefährliche Arbeit. Denn vor mir sind dort zwei Menschen verunglückt. Aber ich war sehr vorsichtig.
Wollen wir sagen, das breitste Band war 200. Ne? Das war schwer und war auch sehr hitzig. Also Hitze, ne? Hitzevoll. Und wenn es dann schmäler wurde, dann war es für mich eine Spielerei. Dann habe ich die mit einer Leichtigkeit habe ich die umgestaut. Die hätte ich gerne im Schlaf, hätte ich die manchmal umstecken können. Und so wurde mir die Arbeit zur Freude. Mit der Schule haben wir die Hütte besichtigt. Das war also sehr interessant, das war so 1953, ja. Das hat mich also sehr beeindruckt. Damals, wir hatten uns da verlaufen und landeten vor dem Salzbau. Das war ein zweistöckiges Häuschen, vor dessen Giebel standen also drei Arbeiter. Und in diesem Häuschen und nebendran waren die Zuschläge für den Hochofen gelagert. Das war Salz. Und die drei standen da wie Gespenster, die waren total zerfressen von dem Salz. Der Hut und alles, die Haut, das Gesicht, die haben ausgesehen wie die Lepra-Kranken, ja. Sprachen auch kein Wort. Und das hat mich also sehr beeindruckt. Nachher hat man ja das Verfahren geändert und dann ist der Salzbau verschwunden. Von diesem Salzbau und den Opfern weiß kein Mensch mehr heute. Auch das auf der Hütte wird das nicht mehr gezeigt, hier den Besuchern, ja. Es war also eine furchtbare Sache. Die hatten also praktisch waren zum Tode verurteilt, wie sie da standen, ja. Extremsten Belastungen standhalten. Was von den Arbeitern verlangt wird, gilt für das Produkt umso mehr. Die Röchlingwerke betreiben eigene Forschungslabors, um die Eigenschaften ihres Stahls zu testen und ständig zu verbessern. Als Autofeder zum Beispiel soll er zäh und biegsam sein und nicht beim ersten Schlagloch brechen. Andere Produkte, Stahlhelme etwa, sollen sich gerade nicht verformen. Ob ein Stahl weich und zäh ist oder hart und brüchig, hängt von seinem Kohlenstoffgehalt ab. Aber genau den Stahl herzustellen, den man gerade braucht, das ist für lange Zeit reine Glückssache. 28. Dezember 1879. Bei stürmischem Wetter erreicht der Schnellzug von Edinburgh nach Dundee die Tay Bridge, damals längste Brücke der Welt. Und erst seit 18 Monaten in Betrieb. Die gusseiserne Brückenkonstruktion zerbricht unter den Orkanböen und dem Gewicht des Zuges. Tant, tant ist das Gebilde von Menschenhand, dichtet Theodor Fontane. Eisen hat ausgedient. Stahl ist das Material des neuen Jahrhunderts. So stark wie die Männer, die ihn herstellen, das sollen diese Bilder aus den 30ern vermitteln. Und Hermann Röchling gilt als Garant für starken Stahl. Ein findiger Ingenieur und ein genialer Unternehmer, so sehen ihn die Zeitgenossen. Er ging nicht gerade ganz gerade. Ne? Er hat immer, das war ein Zeichen, dass er immer am Nachdenken war. Ne? Er war ein geradliniger Mensch, aber ging immer etwas gebeugt. Und da habe ich mir gesagt, der ist immer am Kribbeln. Ne? Über das Geschäft, auf die Hütte, auch vielleicht in der Politik. 1935. Hermann Röchling tritt mit der sogenannten Deutschen Front für die Rückgliederung der Saar ins Deutsche Reich ein. Kommerzienrat Röchling vor dem Wahllokal. Also ganz richtig, die erste Bürgerpflicht ist das Maulhalten. Selbstverständlich, Herr Kommerzienrat. Der Maulkorb ist ein Propagandatrick der Deutschen Front gegen das Verbot politischer Werbung am Abstimmungstag. Man stellt sich als Unterdrückte dar. Was danach kam, ist hinlänglich bekannt.
Es werden wieder Stahlhelme gebraucht und Granaten und Kanonen. Hermann Röchling empfiehlt Hitler schon 1936 den Krieg gegen die Sowjetunion als, so wörtlich, Entscheidungskampf gegen den Bolschewismus und das Judentum. ...1942. Röchling ist der Chef der Reichsvereinigung Eisen und damit verantwortlich für die gesamte Rüstungsindustrie der Nationalsozialisten. Über sich hat er nur noch Rüstungsminister Albert Speer und Hitler. Zugleich ist Röchling Reichsbeauftragter für Eisen und Stahl in den besetzten Gebieten. Zu diesem Zeitpunkt also in fast ganz Europa. Und er weiß, seine Macht zu nutzen. Röchling-Aktionen, so heißen im Nazi-Jargon die Zwangsrekrutierungen in den eroberten Gebieten. Über 12.000 Männer und Frauen, auch Kinder, werden zur Zwangsarbeit nach Völklingen verschleppt, um Stahl für Waffen herzustellen. Mehr als 250 dieser Arbeitssklaven haben durch die unmenschlichen Bedingungen in der Völklinger Hütte ihr Leben verloren. Ihnen hat die heutige Völklinger Hütte, nunmehr als Weltkulturerbe, ein Denkmal gesetzt. In einer umfangreichen Forschungsarbeit werden die Namen und Identitäten der Zwangsarbeiter ermittelt und dokumentiert, so gut es eben noch geht. Hermann Röchling wurde von den Alliierten wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 10 Jahren Haft verurteilt. Er starb 1955 in Mannheim. Den Betrieb führte sein Neffe, Ernst Röchling, weiter. Detlef Thieser sieht Hermann Röchling noch heute mindestens einmal am Tag. Das war schon immer so in seiner Siedlung. Die alte Schule war eine Holzbarke, die etwa 100 Meter von hier weiter weg stand. Und wenn da morgens an diesen Fenstern etwas dunkler wurde, und dann stand Dr. Hermann Röchling mit seinem Pferd draußen. Wenn gutes Wetter war, waren die Fenster auf, da hat das Pferd mal den Kopf reingesteckt. Wir haben ihn dann entsprechend begrüßt. Und wenn dann gerade nachher Pause war oder Schulschluss, dann stand er noch vor der Schule. Wir hatten ihn umringt. Und da hat er immer einen nach dem anderen von uns so hochgezogen und aufs Pferd vorne gesetzt. Und da durften wir mit ihm ein Stück reiten. Das war für uns damals ein Ereignis gewesen. Und jeder war stolz gewesen, wenn er das mit ihm erleben durfte. Echte Herzenswärme oder unternehmerisches Kalkül? Oder beides? Die Siedlung, in der Detlef Thieser aufwächst, entsteht dank Röchlingscher Unternehmenspolitik. Für günstige Darlehen können Hüttenarbeiter hier Land erwerben und in Eigenleistung ihr Häuschen mit Garten bauen. Das schafft Bindung ans Werk, aber auch einen bescheidenen Wohlstand. Der neue Stadtteil wird nach dem Nachbarort Buß einfach Buser Höhe genannt. Erst nach dem Krieg erhält er, aus welch revanchistischer Trotzhaltung auch immer, den Namen Hermann-Röchling-Höhe. Der Vorname Hermann wird später, nach langen Protesten, wieder gestrichen. Detlef Thieser hat die Röchling-Höhe nie verlassen. Nicht, dass er es bereuen würde. Heute, wo er im selbstgebauten Wintergarten seine Lebenserinnerungen aufschreibt. Aber es gab doch Zeiten, da wäre er gerne mit seiner Familie in andere Gegenden gezogen, wo es große Wohnungen für Betriebsleiter gab. Die Prüfungen zum Meister der Lehrwerkstatt hatte er alle schon bestanden. Es war einfach mein Ziel gewesen, mal in die Lehrwerkstatt, wo auch meine Anfänge waren. 1950 bin ich dort eingetreten als Lehrling, auch in die Weiterbildung zu gehen.
Es hat mir damals leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie wir so sagen, weil zu dem Zeitpunkt der Fußballverein Röschling-Völklingen um der Aufstieg in die zweite Liga gespielt hat. Die Völklinger hier in weißer Hose. Flanke nach links zu Remack, der will flanken, aber seine Flanke schlägt hinter dem schlecht berechneten Langhammer im Netz ein. Und es kamen damals viele Fußballspieler her und die sind dann alle in der Lehrwerkstatt untergekommen. Zum Beispiel Horst Eckel, am bekannten Namen zu nennen. Und da waren die Planstellen dort alle besetzt auf längere Zeit. Ich habe auch beruflich aufgehört, in der Nationalmannschaft zu spielen, weil ich ein sehr gutes Angebot bekommen habe hier von Röschling-Völklingen. Horst Eckel, jetzt noch im Sturm, später wird er Stopper spielen für seinen verletzten Clubkameraden Spieldenner. Ein Nationalspieler, einer der Helden von Bern zudem, kickt in einer Kleinstadt um die zweite Liga. Man hat ihm viel Geld dafür geboten und eine der Stellen, für die Detlef Thieser sich jahrelang krummgelegt hatte. Für mich selbst war es natürlich eine Sache, die ich heute noch oft dran denke. Und das war für mich eine etwas traurige Sache gewesen. Der Star kommt zunächst als Trainer, weil der FC Kaiserslautern seinem untreuen Vertragsspieler eine einjährige Sperre auferlegt. Horst Eckel hat den Transfer nach Völklingen trotzdem nie bereut. Wir waren praktisch nicht viel mehr wie ein Dorfverein, wie ich hierher gekommen bin. Und dann sind wir sehr unterstützt worden von Röschling-Völklingen. Und es wurde schnell alles neu gemacht. Wir haben einen neuen Sportplatz bekommen, einen neuen Trainingsplatz. Wir haben Flutlichtanlage bekommen. Detlef Thieser blieb auf der Röchlinghöhe. Und es dauerte ein wenig länger, bis auch er in eine andere Liga aufsteigen konnte. Wenn ich daran denke, als ich 1965 mein erstes Auto gekriegt habe, ein cremefarbenes, ein 12M, nach ein paar Tagen sah der aus, als wenn er Sommersprossen hätte. Die Stahl- oder Eisenpigmente, die dort ausgeblasen wurden, hat man nicht mehr abgekriegt. 32 Tonnen Staub blies die Sinteranlage der Eisenhütte in die Luft. Pro Tag. Ich muss auch dann gleich hinterher sagen, wir haben davon gelebt und mussten eben noch damit leben. So ist das eben und man kann nicht alles haben. Die Silhouette der Hochöfen. Gabriele Baumgärtner hat sie immer vor Augen, wenn sie die Fenster putzt. Früher hat sie oft geputzt und meist vergeblich. Aber seit Manfred nicht mehr zur Arbeit geht. 30 Jahre ist es jetzt her, dass dem Hochofenmeister Manfred Baumgärtner seine Hochöfen abhanden kamen. Und noch einmal so lang, dass er in der Zeitung lesen musste, seine Stadt sei die dreckigste auf dem ganzen Kontinent. Und doch hätten Manfred Baumgärtner keine 10 Pferde aus Völklingen weggebracht. Ich war immer froh, hier in Völklingen zu sein. Ich bin in Völklingen geboren, habe in Völklingen gearbeitet und bin ein Völklinger durch und durch. Und ich möchte auch nicht woanders hin. Außerdem war mir das gar nicht so aufgefallen, dass Völklingen so schmutzig ist, weil ich nichts anderes gewohnt war. Aber ich bin ja einer der Personen, die sagt, mir wäre es lieber, wir hätten noch ein bisschen mehr Schmutz auf der Fensterbank und der Geldbeutel wäre bestimmt etwas gefüllter. Das waren noch Zeiten damals, als die Hütte noch rauchte. Und man selber auch. Damals, in den 60ern, gibt es auf der Hütte Arbeit für 17.000 Menschen. Das Wirtschaftswunder kommt auch im Saarland an. Die Hütte macht Dreck, aber man bekommt günstige Wohnungen, Kohle zum Heizen, Kindergartenplätze und zu Weihnachten einen Zentner Kartoffeln.
Wegziehen? Nie im Leben. Ich habe mich nicht gebunden gefühlt, ich habe mich heimisch gefühlt. Also das war nicht nur die Hütte von Röschling oder Saarstadt oder so, das war mein Leben, mein Arbeitsplatz. Und wenn ich das so bedenke, von 56 bis 86 am Hohen, das sind 30 Jahre meines Lebens. Und dann 1996 wieder angefangen als Besucherbegleiter im Weltkulturerbe. Und das jetzt schon 20 Jahre, 21 Jahre, dann ist das auch nochmal ein Teil meines Lebens. Und wenn ich die beiden Zahlen zusammen addiere, habe ich dann 51 Jahre mit der Hütte verbunden. Und die Hütte ist aus meinem Leben eigentlich nicht mehr wegzudenken. Schön, wunderbar. Und doch kommt im baumgärtnerschen Familienalbum die Hütte nicht vor. Die Bilder zeigen die kostbaren Momente der Freizeit, die Feste, die Verwandten. Das war doch Lothars erste Wohnung, ne? Ja. Mit dem Schrank, ne? Guck mal da. Auf den Bildern scheint die Sonne von einem wolkenlosen Himmel auf blütenweiße Wäsche. Auch Gabrieles Brautkleid zeigt keine Spur von den 32 Tonnen Sinterstaub. Das war jetzt schon von dem Haus aus gegangen zur Kirche, von der Kirche zum Fotograf. Es war nicht schmutzig. Es war auch nicht unten am Saum. Ja, da wird es nicht gerade sauber gewesen sein. Aber es war nicht schmutzig. Und ich bin heute noch davon überzeugt, wir reden heute viel von Schmutz und Staub und Ruß. Aber so doll, ja. Ja, ganz einfach. Ich hatte dann den Tag frei. Da konnte kein Dreck runterkommen. Im Jahr, als die Baumgärtners heiraten, läuft im dänischen Fernsehen ein Dokumentarfilm über die kleine Stadt Völklingen zwischen Frankrijk und Westtyskland. Das dänische Fernsehteam fragt sich neugierig, woher genau der wachsende Wohlstand der Deutschen kommt. Die Völklinger Hochöfen erscheinen ihnen geradezu symbolisch für die neue Wirtschaftsmacht der Montanunion. Französisches Erz wird mit deutscher Kohle zu Eisen und Stahl verarbeitet. Die Produkte zollfrei in halb Europa verkauft. Aber wie und wovon lebt nun ein saarländischer Hüttenarbeiter? Hier hat die neue Familie Buchheit. Familie Buchheit aus Niedersaubach dient den Dänen als Beispiel. Und die Fernsehstars von damals versammeln sich immer noch am selben Tisch. Peter. Lucia, mit Schrammen von Essen. 3 Jahre. Lucia. Stefan, wird bange vor Kamera, måske. Dann 5 Jahre. Auch Stefan, der Kamerascheue. Elisabeth, 7 Jahre. Und geht in Schule. Und Elisabeth, die älteste Tochter. Endlich Martin, 1 Jahr. Charmetrottler natürlich. Und natürlich Martin. Die Kinderschar von Hildegard und Adolf Buchheit hat sich nach dem Besuch der Dänen noch um Thomas vergrößert. Ansonsten blieb alles, wie es war. Der Tisch, die Suppenschüssel, der Humor des Vaters. Wir haben das Grundstück gekauft, Bauplatz, Haus gebaut. Und 6 Halunken. Wie schafft man das, fragen sich die Dänen, ein Eigenheim bauen und so viele hungrige Mäuler stopfen. Und begleiten Adolf Buchheit durch seinen Arbeitstag. Han hedder Adolf Buchheit, 32 år, gift og far til 5 børn. Wie durch ein Wunder hat sogar der Traktor die 55 Jahre seit den letzten Dreharbeiten überlebt. Er spielt im Film der Dänen eine wesentliche Rolle. Denn Adolf Buchheit ist ein sogenannter Arbeiterbauer. Buchheit ist nämlich so ein Landmann, som han er Industriearbeiter. Vor und nach der Schicht im Stahlwerk bestellt der damals 30-Jährige seine Felder. Dann bringt ihn der Bus nach Völklingen. Eine Dreiviertelstunde Fahrzeit von der frischen Landluft in die Rußwolken der Hüttenstadt. Und wer 14. Tag ist immer bezahlt, Wiedetag.
Jobbet her i hammerværket er akkordarbejde. Im Hammerwerk wird der Bauer zum Schmied. 8 Stunden lang rangiert Adolf Buchheit bei ohrenbetäubendem Lärm glühende Stahlblöcke unter den Schmiedehammer. Dafür erhält er, so erfährt das dänische Fernsehpublikum, 754 Mark Nettolohn. Ist das viel? Wenig? Die Dänen begleiten Frau Buchheit beim Einkaufen. Und der ist das gar nicht recht. Ich hatte nämlich kein Geld. Nicht viel Geld. Wenn wir gebaut haben und so viele Kinder. Und ein Arbeitereinkommen. Und da habe ich dann nur das Allernotwendigste geholt. Butter und ich glaube Waschpulver und so Sachen. Und dann hat der Däne immer gesagt, holen Sie nicht ein paar Süßigkeiten mit für Ihre Kinder. Ja, ich habe den ja nicht bei uns sagen, dass ich kein Geld habe. Aber ich hatte kein Geld. Aber wie man an die Kasse kommt, hat er bezahlt. Wenn ich das ja gewusst hätte, hätte ich für meine Kinder auch was mitgenommen. Ne? Aber ich wäre ja nicht so unverschämt gewesen, hätte Ware vollgeladen, was es ja manchmal gibt. Ne? Ja. Uns hat eigentlich nichts gefehlt. Wir hatten eine ganz schöne Kindheit. Und ich habe große Hochachtung davor, dass meine Eltern das so gepackt haben, ne? Mit dem Arbeitereinkommen. Ein Haus zu bauen und 6 Kinder großzuziehen. Und der Papa hat ja noch nebenher die Landwirtschaft gemacht. Also das ist schon eine tolle Leistung, finde ich. Da er næsten 200 Quadratmeter Boligareal i huset, og Adolf har også bygget garage. In Dänemark sieht man ein Idyll, in dem der Vater nach Feierabend mit den Kindern Fußball spielt. In Wahrheit mussten die Kinder meist leise sein, damit Adolf Buchheit zwischen den Schichten und der Feldarbeit ein wenig schlafen konnte. Den Arbeitsplatz vom Papa, den haben wir ja erst dann mal richtig gesehen, als wir uns diesen Film anschauen konnten von den Dänen. Und das war natürlich höchst interessant, das alles zu beobachten und auch zu sehen, was der Papa für eine schwere Arbeit dort zu tun hat. Auch Adolf Buchheit ist von Unfällen nicht verschont geblieben. Einmal schießt ihm ein glühender Metallsplitter durch den Arm. Sein jüngster Sohn bewirbt sich trotzdem ebenfalls auf der Hütte. Man hatte halt sehr gute Möglichkeiten, als Sohn eines Hüttenarbeiters für dort eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Und die haben ja auch ein breites Spektrum angeboten an verschiedene Ausbildungsberufe, wo man sich da aussuchen konnte. Thomas Buchheit wird Energieanlagenelektroniker. Aber dafür hat die Hütte dann, Anfang der 80er, keine Verwendung mehr. Krise. Nur in der Kokerei braucht man noch Leute. Hilfsarbeiter für einen Knochenjob. Die Hölle für Thomas Buchheit. Ein Wiedersehen nach 30 Jahren. Mit seinem einstigen Kollegen Hassan Taskiran kehrt Thomas Buchheit an den Ort zurück, an den er nur furchtbare Erinnerungen hat. Vorsicht, Quetschgefahr, warnt ein altes Schild. Als ob die beiden das nicht wüssten, nur zu genau. Hier standen sie, eingepfercht zwischen tonnenschweren Maschinen und glühend heißen Koksbatterien. Oh, das ist die Maschine, wo man ab und zu früher gefahren. Natürlich, ich bin ja kein Maschinist, aber im Maschinist haben wir ab und zu geholfen. Mhm. Dass da links, Maschine fährt links, da ist rechts und das ist die hier für Koks zum Rausdrehen. Mhm. Da haben wir öfter gegenseitig geholfen. Koks ist der Brennstoff der Hochöfen. Seine Herstellung eine gefährliche Drecksarbeit. In den ersten Tagen wurde ich dort angelernt. Ich hatte ja vorher diese Koksbatterie immer nur von außen gesehen und wusste nicht so genau, was dann dort überhaupt abläuft. Das war gerade so der erste Moment, wo ich dann mal durfte diese Hebel da unten betätigen, Tür links, rechts, vor, zurück. Ich musste noch mal nachjustieren und damit ich das überhaupt machen konnte, bin ich mit der Tür wieder weggefahren.
zwischendurch hatte sich halt ein Schlosserkollege auf die Maschine begeben und hatte im laufenden Betrieb ein paar Teile geölt mit seinem Ölkännchen und hat sich dummerweise da festgehalten, wo auch die Laufkatze sich bewegte, wo die Tür angehängt war. Und in diesem Moment bin ich leider über den Handschuh von diesem Schlosser drüber gefahren. Der ist dann praktisch schreiend weggelaufen und der Handschuh, der lag immer noch da oben auf dieser Schiene drauf. Und da lag halt ein Finger von ihm drin. War Frühschicht oder Mittagsschicht, Nachtschicht? Hasan Taskiran gehört nicht zu den Menschen, die solche Geschichten aus der Fassung bringen. Er hat viele Jahre in der Kokerei gearbeitet. In höllischer Hitze, Qualm und Lärm. Die Aufnahmen, die ihn an seinem Arbeitsplatz zeigen, sind zur Ikone des Weltkulturerbes geworden. Und er ist stolz darauf. Beispiel, wenn die mich jetzt fragen werden, werde ich wieder noch mal daher kommen. Ich werde gern sofort daher kommen, wieder arbeiten. Wie so viele seiner Landsleute ist Hasan Taskiran in den frühen 70ern aus der Türkei nach Völklingen gekommen. Im Stadtteil Werden entwickelt sich eine türkische Gemeinde mit eigenen Läden und eigener Moschee. Und Hasan Taskiran lernt einen Begriff, den es nur im Deutschen gibt: Heimat. Völklingen fühle ich mich als eher wohler wie sonst überall. Völklingen ist für mich meine Heimat. Ich weiß auch nicht warum. Schon bald kommen neue Vokabeln auf Hasan Taskiran zu: Stahlkrise, Arbeitsplatzabbau, Sozialplan. Und er versteht, dass er sich eine neue Arbeit suchen muss. Anderswo. Im Saarland habe ich rundherum keinen richtigen Arbeitsplatz gefunden. Bin ich in Stuttgart bei Firma Bosch. Aber trotzdem meine Bezug in Völklingen gewesen. Als Völklinge, als wie ich meine Geburtsheimat gesehen hatte. Und Stuttgart hat mir nie gut gefallen und habe ich mich nicht wohl gefühlt. Und wenn ich kurz von Völklingen komme, habe ich immer eine tiefe Luft gezogen. Habe ich gesagt, Gott sei Dank bin ich mir auch wieder meine Freunde und mein Land gekommen. Das kommt. Wäre das erste Feuer, was wir nicht angemacht hätten? Nein, einmal Hochöfner, immer Hochöfner. So was verlernt man nicht. Nee. Nein. Außerdem, Hochöfner sind sowieso Pyromanen. Oh, ja. Wiederbelebung einer schönen Tradition. Die Grillfeste bei Hilles waren legendär. Ich lasse das mal brennen. Einmal im Jahr versammelte der Hochofenchef seine Männer und deren Frauen in seinem Garten zum Feiern. In den guten Zeiten 40 bis 50 Leute. Jetzt sind sie nur noch zu viert. Der Metzger ist super. Ja, und die Fischabteilung. Ja, fantastisch. Dann kaufen wir nur. Die Gespräche drehen sich um das Völklinger Leben zu seinen besten Zeiten. Historisch lässt sich an diesem Abend vor allem der Wandel vom Spieß zum Schwenkbraten gut dokumentieren. Das war ja, und vor allen Dingen haben ja alle, die Hochöfner haben alle gerne eingetrunken. Ja, 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 und da gab es immer genug. Ja. Also, mehr getrunken habt ihr mich nie. Fässchen, nein. Nein. 1965. Das Stahlwerk boomt. Völklingen wird zur Mittelstadt mit über 40.000 Einwohnern. Zwei davon, die beiden Neubürger Hermann und Rita Hille. Ich habe wirklich da ganz viel geweint, weil es mir gar nicht gefallen hat. Wir kamen aus dem schönen Amberg. Es war in Amberg abzusehen, dass die zumachen würden. Da waren Stellenangebote in der Fachzeitschrift. Und da habe ich mich beworben und bin genommen worden.
Und mein Mann hat mich in der Rathausstraße, gegenüber vom Vulvos, abgesetzt. Und auf der anderen Seite hatte die Hütte die Wohnungsverwaltung. Wir wollten gucken, ob sie für unsere Wohnung kam. Da habe ich gesagt, hier willst du mich hinbringen? Das war ein richtiger Schock für mich. Gut, das war eine Inversionswetterlage. Da war alles grau. Wir haben dann hinten im Hotel Käufer gewohnt, in der Stadionstraße. Nee, die Tränen sind mir nicht gekommen. Ich wollte ja hier hin. Und das ist natürlich etwas ganz anderes. Ich kannte hier auch keine Leute, aber wenn man im Betrieb kommt, dann lernt man ja sofort Leute kennen. Beim Schichtwechsel sind in den Kneipen die Biere schon vorgezapft und die Schnapsgläser stehen bereit. Der gebürtige Dortmunder Hermann Hille hat keine Anpassungsschwierigkeiten. Auch Rita Hille macht bald ihren Frieden mit der grauen Stadt. Das Bummeln in den belebten Geschäftsstraßen fängt sogar an, ihr Spaß zu machen. Es gab in Völklingen alles. Den Eggeling, der hat jetzt ein kleines Geschäft nur noch in der Poststraße. Der hat ein sehr großes Geschäft auf der Rathausstraße gehabt. Zwei, die waren erst oben an der Ecke und dann sind sie runter Richtung Bahnhof. Dann ging dort die Gisela rein. Richtig, Gisela. Ja. Und sie war erstmal eine Zeit lang Ruhe. Und dann sind sie, die Frau Blau ist ja heute da drin, sind sie wieder in die Poststraße gegangen. Dann, die ganze Straße war ein Geschäft. Das war ein ganz tolles Schuhgeschäft. Lebensmittelgeschäft, der Gottlieb. Herrenmodenrichter. Das war der Klink, Hosenklink. Ja, ja. Wir hatten aber auch den Plaschke. Der hat auch tolle Mode gehabt. Der Plaschke war ungefähr zwischen. Ich bin am Überlegen. Der war geheiratet, Johannes Hoffmann. Ja. Dann kam. Radio, also so genau weiß ich das Radio nicht. Felden. Dann kam Pollmeier. Dann kam das Pfarrhaus. Nach dem Pfarrhaus. So viele Geschäfte waren da. Ich bin noch gar nicht fertig. das habe ich nicht mehr gewusst. Dressel. Also es gab nicht nur Keller, es gab auch Buchbahn und Handel Dressel. Dann gab es noch mal ein kleines Lebensmittelgeschäft. Das ist am Ofen 1 vom Wettfotografen. Jetzt habe ich. Achso, und das ist das Gegenstück dazu? Oh. Juni 86, aber jetzt wollte ich dem Manfred mal was anderes zeigen. Da läuft er. Da auch. Da wird noch mal eine Reisenprobe genommen. Wie ging das denn, der letzte Abstich? Ja, das war eigentlich ein Abstich wie jeder andere auch. Nur eben, es war der letzte. Und dann wurde der Ofen stillgesetzt, wie das sonst auch schon mal war. Er hat nie für Reparaturen. Nie. Nee, das nie war ja auch nicht schön. Ja, wie ging's mir? Komisches Gefühl, ne? Sagen wir mal beschissen. Ja. Ja. Saarländisch. Es war bescheiden. Es war eigentlich vom reinen Verfahren her genau dasselbe wie jeder andere Stillstand auch. Die Handgriffe, die man machen muss, das war alles dasselbe. Nur, es war klar, nie mehr würde in Völklingen nie mehr ein Hochofen angefahren. Und das nach 103 Jahren. Thank you.
Die Geschichte beginnt noch einmal neu. Hier, zwischen zerfallenen Ziegelmauern auf verseuchtem Boden. Hier hat der Biologe Steffen Kaspari 30 Jahre nach der Stilllegung hunderte von Pflanzenarten und alle möglichen Tiere gezählt. Die Natur hat nicht lange gebraucht, um sich den Ort, an dem ihr so viel Gewalt angetan wurde, zurückzuerobern. Hier haben wir schon ein relativ stattliches Exemplar der Vogelkirsche. Die ist mit unserer Süßkirsche verwandt, das ist quasi die Urform davon, kann man also auch essen. Und der Baum ist vermutlich in dem Jahr hier gekeimt, als die Hütte geschlossen wurde. Ist also schon so 30 Jahre alt. Besonders interessiert sich der Biologe aber für die kleinsten Gewächse. In einem bislang unberührten Areal der stillgelegten Hütte, er nennt es das Tropenhaus, hat Steffen Kaspari die größte Fläche von Lebermoos entdeckt, die in der Region bekannt ist. Lebermoos ist ein sehr empfindliches Gewächs. Sein Vorkommen für den Biologen ein gutes Zeichen. Moose und auch Flechten können die Luftgüte anzeigen, insbesondere auf Schwefel reagieren die stark. Wenn wir eine hohe Schwefelkonzentration in der Luft haben, wachsen eigentlich überhaupt keine Moose und Flechten. Das ist eine Erfolgsstory bei uns in der Luftreinhaltung. Der Schwefel hat sich weitgehend aus der Luft verabschiedet und wir erleben überall, dass empfindliche Arten wieder zurückkehren. Dichte Schwefeldämpfe lagen einst vor allem über der Kokerei. Heute wächst hier, was die Leute vom Weltkulturerbe ihren Paradiesgarten nennen. Hier hat Detlef Thieser seine Bestimmung gefunden. Über lange Umwege ist er endlich doch noch Gärtner geworden. Ich fühle mich hier sehr wohl. Denn häufig gehe ich hier durch. Bisschen an den Beeten mache ich da auch noch ein bisschen mit, auch mit meiner Frau zusammen. Und das überbrückt schon mal einen Tag, der nicht so gut gelaufen ist. Aber wenn ich hier rausgehe, dann bin ich zufrieden, froh. Und das war eben mein ursprünglicher Berufswunsch gewesen, aber das ist schon lange her. Und so bis jetzt ist, gefällt mir das. An diesem Ort ist Manfred Baumgärtner über 30 Jahre nicht gewesen. Der Hochofenleitstand. Baumgärtners Arbeitsplatz am 4. Juli 1986. Das ist die Zeit der letzte Schalter, den ich hier bewegt habe. Da ging es mir nicht so sehr gut. Ich habe für mich alleine geweint. Mit dem Schalter schnürte Manfred Baumgärtner der Hochofenanlage buchstäblich die Luft ab. Das letzte Feuer im Hochofen erlosch. Die Hütte lag still. Was sollte man nun mit ihr machen? Abreißen oder erhalten? Sicher kann man das stehen lassen, wenn man einen findet, der es taugt. Und warum sollte man das stehen lassen? Ja, warum nicht? Vielleicht, wenn die spätere Generation mal sehen, was hier gekämpft wurde. Finde ich nicht voll gut. Da kann immer die Generation hinten dran sein, da hat der Papa der Erbe verloren, der Arbeitsplatz verloren.
Das finde ich nicht so cool. Dann weg. Wir können stehen bleiben. Warum? Ja, es steht schon so lang. Und es ist immer eine Erinnerung dran. Also meiner Auffassung nach nicht erhalten bleiben. In dem Sinne. Mhm. Warum nicht? Ja, warum als Museum? Dann kann man aus genauso gut kann man das Ding auflassen. Das tut einem doch im Herzen irgendwie leid. Das ist ein Stück Heimat. Also für mich mal auf jeden Fall. Ich komme wahrscheinlich in den Sozialplan. Und wenn ich dann vielleicht nachher wieder nach Völklingen komme, wird mir hier was fehlen, wenn ich nach Völklingen komme. Es war doch die Skyline von Völklingen, wenn man das so sieht. So sehen es tatsächlich viele. Und warnen in den Medien davor, Fehler der jüngsten Vergangenheit zu wiederholen. Inzwischen gibt es eine Reihe schmerzlicher Erfahrungen mit vergleichbaren Riesen der Industriekultur. Mit Hüttenanlagen, die schon vor längerer Zeit stillgelegt wurden. In Neunkirchen, der ältesten Eisenindustriestadt des Saarlandes, ist das Hüttenwerk verschwunden. Hier hat man ein Loch in das Stadtbild gerissen, obwohl es viele Ideen gab, neue Inhalte zu verbinden mit der Silhouette einer solchen Anlage, die in Völklingen noch steht. Abreißen oder erhalten? Seit 3 Jahren streiten sich Industriemanager und Stadtplaner, Wirtschaftsstrategen und Denkmalpfleger, verwegene Fortschrittsanhänger und behutsame Querdenker über die Zukunft des Eisernen Werkes. Eine Gruppe gefühlvoller Menschen sollte entscheiden, was erhalten bleibt und was abgerissen wird. Ich denke, es ist eigentlich sehr traurig und kaum verständlich, dass es große Industrienationen in Verlegenheit bringt, wenn sie mit so riesigen, imposanten Inhalten konfrontiert werden. Ich glaube schon, viele davon sind bedrängend und schwer zu handhaben. Aber sicher sind diese Anlagen auch extrem schöne industrielle Konstruktionen. Die Völklinger Hütte hat Glück. Zunächst sinken die Schrottpreise auf dem Weltmarkt. Der Abriss wird unrentabel. Und dann finden sich genügend Menschen, die den rostigen Schatz retten wollen. Einer der ersten ist Detlef Thieser, ausgerechnet. Schon früh engagiert er sich in der Initiative Völklinger Hütte, die 1987 von 7 Kulturschaffenden aus Saarbrücken gegründet wird. Ziel, das stillgelegte Eisenwerk als Zeugnis der Hüttenindustrie von internationaler Bedeutung zu erhalten. Aufbruch statt Abbruch ist ihr Slogan. Und was den Völklingern der Eiffelturm? Das ist den Parisern die Völklinger Hütte. Man muss dankbar sein den Leuten, den 7 Leuten, die sich in der Brücke zusammengetan haben. Die waren dann nicht mal Leute von hier, von der Hütte, und haben gesagt, wir müssen das Werk hier retten. Da sind auch hier von Völklingen wieder viele, auch noch Aktive, dazugestoßen. Und dann ist eigentlich die Initiative Völklinger Hütte, der 2. Vorsitzende, der ich heute bin, die haben das dann hier doch sehr schnell ins Laufen gebracht, mit viel, viel Eigenleistung bis zur Ernennung des Weltkulturerbes. Besucherwege werden angelegt, Führungen veranstaltet. Die arbeitslosen Hüttenmänner wissen wieder, wohin mit sich und ihrem Stolz. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der Stiftung Industriekultur zu Ihrem Besuch hier auf der alten Völklinger Hütte. Recht herzlich. Mein Name ist Scheib. Ich war selbst 27 Jahre hier im Werk beschäftigt. Die Vision von der Hütte als Industriedenkmal, anfangs von vielen als Spinnerei abgetan, nimmt mehr und mehr Gestalt an. Die Hütte wird Ziel für Schulklassen und Touristenbusse. I think it's very interesting. Yes, this is amazing. Yeah. This is an amazing place. It's not only interesting, it's very beautiful. Interessant, überwältigend, wunderschön. Die Besucher bestätigen, was die Retter der Hütte immer prophezeit haben. Das alte Schätzchen wird wieder Weltspitze, wie zu seiner besten Zeit als Eisenwerk. Wir beschäftigen uns mit 3D-Computermodellen und fassen es nicht, wie man all das ohne Computer bauen konnte. Trotz der begeisterten Besucher, die Hüttenretter brauchen Unterstützung von ganz oben, um den Abriss endgültig zu verhindern. Sie wenden sich an die UNESCO. Es war ein Maitag,
Es war sehr mies mit dem Wetter. Da waren angesagt die zwei Leute, die die UNESCO geschickt hatte, um sich hier die Anlagen anzugucken. Und mir hat jeder gesagt, auf dich kommt es an, du musst das hier so darstellen, das kann dann unser Glück sein. Und da hatte ich die Herren in Empfang genommen, das waren Historiker und ein Dr. Inch, die sich das angeguckt hatten. Ich habe nur zu den Herren gesagt, es war sehr unangenehm, auch nass, weil es geregnet hat. Macht eure Hose ohne etwas rum, wir müssen auch in Örtlichkeiten gehen. Weil mir ging es darum, auch in Örtlichkeiten zu gehen, die sehr schön sind für die Nachwelt. Aber halt eben schmutzig war, da war es damals noch nicht gerade so ganz geordnet, wie das heute läuft. Und ich habe es in alle Ecken ringeführt. Das hat so etwa fünf Stunden, so viereinhalb bis fünf Stunden gedauert. Und ich habe es überzeugt. Am 17. Dezember 1994, 8,5 Jahre nach dem letzten Abstich, nimmt die UNESCO das stillgelegte Eisenwerk in Völklingen in die Liste der zu schützenden Kulturgüter der Menschheit auf. Als erste Industrieanlage weltweit. Eine große Auszeichnung und eine gewaltige Aufgabe. Ja, in diesem Dezember 1994 in Phuket in Thailand ist im Grunde ein Vorstellungsgebäude eingestürzt, was bis dahin die Klassifikation von UNESCO Weltkulturerbe bestimmt hat. Das waren Kathedralen, das waren Schlösser, das waren Grabmäler, aber das waren natürlich keine Maschinen. Und mit der Völklinger Hütte ist zum ersten Mal ein Denkmal aus der gegenwärtigen Zeit industrieller Produktion UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Und das gab natürlich auf diesem Weg viel Streit. Und die Abstimmungen waren immer äußerst knapp, eine oder zwei Stimmen, bis schließlich dann die UNESCO dies entschieden hat. Aber damit war im Grunde auch noch keine Lösung erreicht, zumindest für diesen Ort hier. Da ging eigentlich die Arbeit erst richtig los und das war dann auch in verschiedenen Wellen, bis wir diesen Standard erreicht haben, den wir heute haben. Unter Grevenichs Leitung wird die stillgelegte Hütte mehr als ein Denkmal ihrer selbst. Sie wird ein Ort für Weltkultur. So versammelt das Völklinger Weltkulturerbe alle 2 Jahre die besten internationalen Street-Art-Künstler zur Urban Art Biennale. Ein mutiges Konzept. Statt die Industriebauten wie in einer Zeitkapsel zu verschließen, lässt man hier bewusst ihre Umformung und Anpassung an neue Funktionen zu. Aber war das nicht schon immer ihre Bestimmung? Zweckbauten zur Produktion zu sein? Für welches Produkt auch immer? Für uns ist dieser Ort wirklich sehr inspirierend, denn es gibt hier die Materialien und Strukturen, die wir mögen, die Konstruktionen, die wir auch in unseren Bildern lieben. Das ist wirklich die Umgebung, die wir schätzen, industriell und poetisch zugleich. Aus dem dunklen Rohstoffbunker, der sogenannten Möllerhalle, ist heute eine Ausstellungshalle geworden. Henrik Kersten sieht hier täglich nach dem Rechten. Der Kunsthistoriker ist es gewohnt, selbst mit anzupacken. Henrik Kersten erinnert sich noch gut an die Anfänge, als mit lautem Krach das morsche Dach der Möllerhalle einstürzte und von Kunstausstellungen noch niemand zu träumen wagte. Die Möllerhalle war zu diesem Zeitpunkt ja ein No-Go-Area. Da konnte man, wenn man nicht wirklich lebensmüde war, nicht rein. Abgesehen davon, dass keine Türen existierten wie heute. Das musste alles erstmal erfunden werden. Und dass daraus dann so die spannendste Ausstellungshalle, die ich mir vorstellen kann, geworden ist, mit Open-Air-Effekt natürlich, das war nicht absehbar, nein. Noch immer gibt es Baustellen auf der Völklinger Hütte. Wie die großen gotischen Kathedralen, so hat auch diese Industriekathedrale eine eigene Bauhütte
um ihre Substanz zu bewahren. Gerade wird die sogenannte Trockengasreinigung saniert. Riesige Rohre müssen dazu aufgeschweißt und abmontiert werden. Eine Arbeit für Spezialisten. Es ist die vorläufig letzte Großsanierung, für die der Generaldirektor Millionen aus Brüssel, Berlin und dem Saarland beschaffen muss. Investitionen, die sich rechnen. Denn das alte Schätzchen bringt längst mehr Geld ins Land, als es kostet. Wie eigentlich schon immer. Diese Anlagen wurden hier entwickelt, haben auch Patente, die saarländische Wurzeln haben und wurden in die gesamte Welt exportiert. Im Grunde passiert da nichts anderes drin, als dass die Gase, die aus den Hochöfen abgezogen werden, hochgiftig, in Baumwollsäcken, deshalb trocken, entgiftet werden. Und das Gift bleibt natürlich in diesen Säcken und war natürlich für uns jetzt, und das war der Grund, warum wir uns da ein bisschen gedrückt haben, neben der statischen Sanierung und der Herrichtung der Oberflächen ein zentrales Thema. Denn an Kontaminierung ist das, was da drin war, einmal nicht zu überbieten. Die Sanierung der Trockengasreinigung übernimmt eine saarländische Firma. Rund 400 Arbeitsplätze hat das Weltkulturerbe dem Saarland gebracht, so eine Studie von 2015. Und eine jährliche Nettowertschöpfung von 12 Millionen Euro. Anders gesagt, die Hütte brummt. Sie raucht nur nicht mehr. Die Stadt war im Grunde immer verhangen. Der Himmel war nie blau. Es waren dicke Wolken. Und das Erste, was ich gelernt habe, als ich nach Völklingen in die Schule kam, wenn es im Auge brennt, nicht reiben, sondern zum Augenarzt gehen. Denn es ist dann in der Regel nicht irgendein Körnchen, das von einer Wiese kommt, sondern ein Stückchen scharfer Stahl, der dann auch entsprechend chirurgisch entfernt werden muss, damit es keine Verletzung gibt. Also das sind so meine Erinnerungen an diese Stadt. Ich erinnere mich noch, dass Völklingen, sage ich mal, eine lebendige Geschäftsszene hatte. Die Menschen kamen hierher und haben hier eingekauft. Das ist heute alles ein bisschen anders. Tatsächlich hat die Stadt von der Wiederbelebung ihrer Hütte nicht profitieren können. In den einst so belebten Einkaufsstraßen herrscht Leerstand. Besucher des Weltkulturerbes treffen die Völklinger selten in den Straßen ihrer Stadt. Die goldenen Zeiten sind lange vorbei. Das Gold glänzt heute in der ehemaligen Gebläsehalle. Regelmäßig lockt die Weltkulturerbestätte Völklingen mit dem kulturellen Erbe anderer Kontinente und Epochen. Das Gold der Inka, das Gold der Kelten, das Gold der Pharaonen. Jedes Mal kommen die Besucher zu Hunderttausenden. Meinrad Maria Grevenich denkt in großen Dimensionen. Wie der Gründer der Hütte vor über einem Jahrhundert. Aber hätte Karl Röchling je gedacht, dass sein Werk einmal als Kulisse für Brautfotos herhalten würde? Die Hochöfen als Aussichtsplattform für Touristen. Und ein Hochofenmeister als Fremdenführer? Manfred Baumgärtner hat sich damit abgefunden, dass irgendwann nicht einmal mehr Hüttenarbeiter die Besucher führen werden. Durch eine Ritterburg führen ja auch keine Ritter, sagt er. Dass sich die Hütte einmal in einen Park verwandelt, das hätte Detlef Thieser wohl nie zu träumen gewagt. Hermann Hille schon gar nicht. Wenn man 30 oder 40 Jahre am Hochofen gearbeitet hat, dann ist das ein Aggregat, mit dem man sich auskennt und ans Herz gewachsen. Das ist vielleicht meine Frau, ja, nicht der Hochofen. Aber ich habe gerne hier gearbeitet. Und insofern kann man auch sagen, also der Hochofen ist ein Teil meines Lebens. Einmal im Jahr dröhnt die Hütte beinahe wie früher. Und auf dem Gelände drängen sich fast so viele Menschen wie zu den besten Zeiten. Sie sind keine Umwalzer,
und sie tanzen keinen Cha-Cha-Cha. Aber vielleicht beginnt hier gerade eine neue Geschichte. Sie könnte sogar auch noch mit Stahl zu tun haben. Denn immer noch wird in Völklingen Stahl hergestellt. In einem der modernsten Werke der Welt. Ein paar hundert Meter von der stillgelegten Eisenhütte entfernt. Und so könnte die nächste Geschichte beginnen. An einem Samstagabend im Juli. Beim Tanzen.